alle tot. Okay, Leute, wir sind alle wieder bei Lucius. Ja, und wir sind im Garten mit unserer Stiefmutter. Alle tot. Alle tot. Haben wir denn einen neuen Auftrag? Ach, meine Mutter müssen wir umbringen. So, also es heißt, mein sogenannter Vater kommt mir auf die Schliche. Er und Mutter hatten einen Streit und jetzt sitzt sie einfach im Garten, während mein Vater Beweise gegen mich sucht. Es tut mir leid, Mama. Deine Zeit ist gekommen. Gut, Baby. Was haben wir da jetzt aktualisiert gekriegt? In dieser Gartenhütte gibt es jede Menge nützliche Sachen. Das Licht funktioniert nicht. Anscheinend bekommt die Hütte keinen Strom. Ich muss das reparieren. Ja, wenn es keinen Strom kriegt, dann halt einfach mal. Oh, Sticker. Ach so, es gibt noch keinen Strom. Gut, also Strom brauchen wir. Sur le pont d'Avignon, alle tot, alle tot. Pass auf, die Stromleitung geht da entlang. Und geht da auch noch lang. Und verschwindet da drin in der Mauer. Okay, und jetzt, wo geht die hin? Oder geht die vielleicht da weiter? So, das kreist schon wieder. Ach, die Leichen liegen auch noch da. Michael und Will liegen immer noch erinnert. Und sind noch nicht abgeholt worden. Da hat man einen Stromkasten, oder? Da können wir aber nichts machen. Da fehlt eine Sicherung, oder? Haben wir denn da vielleicht irgendwas? Ach, da ist was. Können wir denn die da einbauen? Können wir. Ich habe es geschafft, die Sicherung zu wechseln. Die Hütte sollte Strom haben. Ich wette, ich bekomme jetzt ein paar der Maschinen dort drin zum Laufen. Ja, dann schauen wir mal, was wir da drin schön finden. Um der Nancy's Leben auszulöschen. Ja. Im Haus ist nicht mehr viel los. Also wir haben schon alles erledigt, wo es rumgelaufen ist. Sur le pont d'Avignon, alle tot, alle gut. Tot. Da haben wir einen Kompressor. Da haben wir. Nägel für die Nagelpistole. Ach, sag bloß nicht. Wie soll ich mit der Nagelpistole über so stehen? Ja, ich glaube, das wird jetzt richtig hart. Oh, und der andere hat den Keller entdeckt. Heute ist jetzt. Was haben wir denn? Da sind wir. Gut, die haben wir aufgedankt. Scheinbar. Müssen wir die jetzt abknallen? Ach, da Healing. Und da hinten kommt er schon.
Charles hat wahrscheinlich die Leichen gefunden. Dadurch wird sein Geist noch labiler. Ich habe einen Versuch, bevor er meinen Kräften widerstehen kann. Ich muss kreativ werden. Also sein Geist ist labil. Das heißt, wir sollten am besten unsere Kräfte ersetzen. Vielleicht können wir ihm die Nagelpistole nehmen lassen. Am besten so irgendwie. Oh, das kommt ganz gut. Jetzt kommen nämlich die anderen auch noch. Und der Charles treibt der Unfug. Was habe ich getan? Nein, nein, das kann nicht sein. Ich schwöre, ich war das nicht. Es war der Junge. Er ist der Antichrist. Wir haben alles gesehen. Es ist vorbei. Sie sind festgenommen. Nehmen Sie Ihre Hände weg! Bleiben Sie bei dem Kleinen. Ich verfolge ihn. Ich rufe Verstärkung. Er wich uns immer aus, bis wir ihn auf frischer Tat ertappten. Die Anzeichen seines sich verschlechternden Gesundheitszustandes waren eigentlich die ganze Zeit deutlich. Ich erinnere mich, wie ich sah, wie er den Abzug an dieser Nagelpistole betätigte. Ich spürte, wie die Zeit langsamer wurde, als der Nagel durch ihren Schädel schoss und Teile ihres Gehirns auf den Rasen spritzten. Ihr Körper fiel zu Boden wie eine leblose Marionette und alle Fragen, Geheimnisse und Verdächtigungen fanden ein Ende. Charles Wagner tötete sie direkt vor unseren Augen. Und als wir ihn festnehmen wollten, konnte er fliehen. Ich befahl dem Deputy, sich um das Kind zu kümmern, das Zeuge des schrecklichen Ereignisses war, und verfolgte den Täter. Dicht hinter ihm verlor ich die Kontrolle über den Wagen und krachte in einen Graben. Ich wollte den Deputy informieren. Möglicherweise fuhr Wagner zum Anwesen zurück, aber er war nicht zu erreichen. Als ich endlich dort ankam, war das Schlimmste bereits geschehen. Alle Einheiten sichern Sie das Gelände. Ein Verdächtiger ist auf der Flucht. Charles Wagner, Anfang 40. Vorsicht, der Verdächtige ist vielleicht bewaffnet und gefährlich. Gut, jetzt haben wir. Was haben wir genau denn jetzt? Der Charles Wagner. Versuchen Sie auch, ach, wir sitzen da irgendwo. Und wir können uns nicht bewegen. In Ordnung, mein Junge. Du musst keine Angst mehr haben. Versuch dich zu entspannen. Entspannen? Da sind aber überall Kreuze. Können wir denn... Können wir denn vielleicht irgendwie mit der... mit den Kräfte steuern, den Typen? Nick. Den Ventilator können wir auch nicht bewegen. Siehst du? Was zum Teufel? Was tut denn hier mit der Knarre? Jetzt werden wir das... Ach, er schießt auf die Dinger? Kann er denn dann... Ach so, jetzt hat er das Kreis aber geschossen. Da ist noch eins. Und da war das dritte. Damit... Ja, sind jetzt alle Kreuze weg und jetzt können wir... Was hat er denn jetzt gemacht? Ach, wir können mit dem Ding was machen. Was passiert dann? Oh, jetzt geht's richtig ab, oder?
Yeah, Baby, das ist doch richtig abgegangen, oder?